Servusle, meine süßen Steinzeit-Saurier-Sanierer. Schön, dass ihr rein schon auf eine gemütliche Runde Jurassic World Evolution 2. Ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben, wie ich es gestern angekündigt habe. Ich muss gerade mal gucken, ob ihr da seid. Hier ist ja einiges los und ich habe jetzt auch das Übel gefunden, warum wir da vorne ständig einen Dino-Ausbruch haben. In diesem ganzen Chaos, das ich hier zwischenzeitlich anrichte, ist mir entfallen, dass wir noch einen Stäuber hier drin haben. Hier, ne? Und der ist einsam. Und weil der Kollege einsam ist, bricht er natürlich aus. Der muss rüber zu seinen Kollegen. Da würde ich schon mal tatsächlich unser Einfangteam bemühen. Einfangteam, Aufgabe hinzufügen, ihmchen. Und jetzt darf ich es aber dann nicht vergessen, dass ich ihn rüberpack. Der hier, der muss diagnostiziert werden. Das haben wir aber angeklickt, wie man hier sieht. Und die da, was genau machen die? Da habe ich wohl irgendwas angeklickt. Jedenfalls brauchen wir keinen verbesserten Zaun. Soweit schon mal dazu. Jetzt haben wir noch vier Spezies, die wir in den Park nehmen können. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir zwei Wassersaurier dazu holen, dass wir da unten drei Stück haben. Bleiben uns noch zwei Spezies. Der Pederle kommt oben rein, haben wir noch eine. Und das wird der Ankylosaurier sein. Auf den bin ich halt einfach neugierig. Jetzt pass auf. Ich habe ja gestern mit euch einiges geforscht. Wir müssen das natürlich auch in Anwendung bringen. Und bevor wir das nächste Ranger-Team bekommen, haben wir jetzt erstmal die Möglichkeit, hier auf den Sturmschutz zu verzichten und in der Aufgabenplanung dieses Upgrade reinzuholen. Dann können wir zwei weitere Patrouillenpunkte zuweisen. Mache ich hier mal direkt bei der Unterstützungsanlage. Ich glaube, dass sich's da lohnt. Des Weiteren muss ich nochmal Pederle extrahieren. Das heißt, wir gehen da nochmal ganz kurz rein und gucken, ob wir da nochmal was rausholen können. Einmal Pederle. So 10 Punkte, den möchte ich auf jeden Fall heute in den Park reinnehmen. Und dann sollten wir normalerweise in der Lage sein. Billigere Forschung, billigere Forschung. Wird es eigentlich auch wirklich jedes Mal billiger? Dauer minus 10%. Aufgabe steigt. Ich mache das jetzt einfach. Ich weiß, dass ich es nicht sehr effektiv ausführe manchmal, aber da gibt es Schlimmeres. Hier, die würde ich gerne wegschaffen, damit es auch schon erledigt ist. Fossilien ansehen. Das war, glaube ich, nur noch Geldfossilien. Brauche ich 3 Punkte. War schon ausgewählt. Bämschen. 3 Punkte. Macht uns die Gute. Dann ist das auch erledigt. Breitere Wege habe ich jetzt überprüft. Das war so eine Idee, um mehr Volumen im Park anzubieten. Es gibt ja noch eine Stufe breitere Wege. Aber Besucherandrang ist bei uns super. Ist alles gut. Wir haben hier stellenweise noch Gegenden, wo nicht viel los ist. Alles andere ist grün. Ich sehe jetzt keine Notwendigkeit, noch breitere Wege anzubieten im Moment. Aus dem Grund würde ich das erstmal hinten rausschieben. Wir nehmen jetzt die Sachen, die priorisiert wichtig sind. Pederle entdecken, das Gehege haben wir schon gebaut. Dann wäre wichtig, dass wir hier weitere Tiere reinnehmen, denn wenn wir forschen wollen, und zwar, wenn wir den haben wollen, ja, dann brauchen wir den Knotenpunkt und dafür muss ich erstmal drei Meeressaurier im Park haben. Und ich gehe davon aus, ich meine auch, ich habe es in den Kommis gelesen, ich kann hier durchaus noch weitere Blesios reinnehmen. Deswegen würde ich jetzt mal in die Synthese gehen. Da muss ich aber kurz gucken, da werden wir nicht genug Leute haben, oder? Reicht es gerade jetzt oder was? 9 Punkte brauche ich. Okay. Ein Gelege mit 6 Dinos. 2 von diesen Eiern müssten wir ausbrüten. Dann sind wir bei 3. Dann haben wir die Möglichkeit, da weiter zu entdecken. Das nächste, wenn sie zurück sind vom Flugsaurier, legen wir uns den ersten Flugsaurier an. Ich habe mir so tatsächlich ein bisschen rausgeschrieben. Die Gyrosbahn würde ich auf morgen verschieben. Ankylosaurier sowieso. Was wir noch brauchen, ist. Aber da haben wir jetzt nicht genug Kapazitäten, Leute. Wir müssen in der Forschung, in Infrastruktur den nächsten Schritt gehen. Das wäre dann einmal entweder hier. Die Trainingspunkte finde ich persönlich sehr wichtig. Machen wir als nächstes. Unterstützungsanlage zusätzlich. Ein weiteres Ranger-Team, würde ich sagen. Die 2 Punkte müssen wir heute im Auge behalten, ja? Sobald das Personal zurück ist. Ich traue mich gar nicht wirklich drauf zu drücken, wenn ich ehrlich bin, weil meistens passiert es dann. Stelle alle Saurier mit Tollwut 30 Sekunden lang unter Quarantäne. Wieso habe ich denn das immer noch angeheftet? Haben wir dann gestern die Dings entdeckt? Baue eine bullige Tour. Ich drücke jetzt mal auf Play. Und ganz wichtig ist, dass wir das hier im Auge behalten. Alter Schwede, ich sag's ja, du drückst einmal drauf. Konkurrenzfirma beansprucht Grabungsstätte. Zahle eine höhere Gebühr, um Zugang zu bekommen. Ja. Nein, ich hab's Falsche gedrückt. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte es schneller haben.
Aber egal. Geht es jetzt hier um den Dino oder haben wir noch einen, der behandelt werden muss? Ist alles gut, ne? Hier wollte ich eh reingucken. Oh, was hat er denn? Gehirnerschütterung. Betäuben und transportieren. Also, dann muss ich den betäuben. Dann mache ich das eben. Ranger-Team, Einfangteam, Aufgabe. Bams. Nicht flippen, Digga. Nicht flippen. Dann haben wir das Transportteam. Edmondole. Rüber ins große Gehege. Dann ist auch der Ausbruch gebannt. Und ihmchen hier. Rüber zum Heilen. Verletzung. Gehirnerschütterung. Digga, ich habe momentan alle Wissenschaftler aus. Kein Personal zugewiesen. Wenn du den Saurier transportierst ohne... Ne, ich will es dann abbrechen halt in dem Fall. Ich will es dann halt in dem Fall abbrechen, verstehst du? Ich kann ja dann gleich, wenn die zurück sind, das geht ja nicht 100 Jahre. Muss man ganz kurz gucken. Es sind halt gerade alle beschäftigt, ne? Und dann bringen wir den rüber zum Heilen. Der Edmondo müsste jetzt normalerweise gleich ankommen drüben. So, ich prüfe nochmal, nicht, dass noch einer drin ist. Wir haben jetzt hier drin die Nasuteratopse und unsere Nodosaurier. Oh, Nodule, gemahlenes Blatt fehlt dir. Das sollst du haben. Ich habe doch hier, hier haben wir doch Platz ohne Ende, oder? Hier sehe ich mal 99% für ihn. Sind die noch glücklich? Die sind auch noch bei 100%. Also, dann haben wir das Gehege perfekt, sobald der Dino geheilt ist. Dann haben wir, wenn ich es richtig weiß, dieses Gehege in Ordnung. Ich guck mal kurz rein. Hier haben wir den Mutterburger. Der ist hier mit 100% super zufrieden. Unsere Amagas. Nee, Edmondo, jetzt guck mal, jetzt kommt er nämlich zu seiner Crew. Jetzt bist du zufrieden. Jetzt brauchst du nicht mehr ausbrechen, gell? Zeig mir die 100, mein Freund. Yeah, Baby! Herzlichen Dank, Süßer. Gut. Und wo sind meine Amagas? Wo sind meine Amagas hin? Hier. Die sind alle zufrieden. Jetzt haben wir es geschafft, Leute. Meine Wissenschaftler sind, glaube ich, auch zurück. Dann würde ich sagen, ich transportiere unser krankes Tier zum Heilen hier rüber jetzt endlich. Und wer soll sich kümmern mit 4... Saurier wohl Spezialisierung, die beste, die ich habe, kriegst du. Produkt ist unterwegs. So, meine Lieben. Dementsprechend ist das erledigt. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Wissenschaft Fossilien ansehen. Ach, ich habe ja das Falsche gedrückt. Da müssen wir jetzt eine Ewigkeit warten, bis es soweit ist. Kein Problem. Wir haben ja auch hier unten in der etwas schön gemachten Ecke das Gehege. Alle Eier aussortieren, Eier auswählen. Guck mal, hier hätten wir jetzt zum Beispiel Populationsbedürfnis 30% Dominanzwahrscheinlichkeit, dass Saurier Kontakte knüpfen. Kann ich mir erstmal nur ein Ei vorstellen. Ich will keine negativen Effekte haben. Ich weise meinen Wissenschaftler zu, dass er den sorgfältig ausbrütet. Im Moment brauchen wir 9 Punkte. Bämschen. Und dann sollten wir natürlich hier den nächsten synthetisieren, sobald das Personal zurück ist. 3 Tiere brauchen wir, dass wir weiterentdecken können. Ne? Wie gesagt, die Gyrosbahn machen wir dann morgen. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Da hatten wir die Labortour eingerichtet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht Dings geiler gewesen wäre. Labortour ist nämlich nicht für... Wir bräuchten das... Das hier zum Beispiel wäre für uns besser, ne? Das hier sind die Leute, die wir im Park haben. Kino haben wir schon. Das, was wir nicht doppelt haben, mache ich die Fossiliengeschichte hier rein. Ja. Ah, guck mal. Lass uns mal ganz kurz reingehen. Boah, so sieht es mächtiger aus. Ja. Ich lasse es mittig. Umstellung wurde abgeschlossen. Was wurde abgeschlossen? Ach
so, ja, da müsste jetzt normalerweise hinten seine Gehirnerschütterung geheilt kriegen, der Gute, gell? Komm, wir gucken mal nach. Ja, Mäusle, ist doch gut. Ist doch gut. Okay, wir sind bei 3,5 Sternen. Im Moment fehlen jetzt einfach neue Spezies, aber da sind wir ja dran. Die Grabungsstätte braucht leider noch eine Weile. Dino ist gleich wieder okay, dann bringe ich ihn zurück. Plesiosaurier, einer. Da freue ich mich drauf, weil wenn wir den haben, fehlt uns noch ein Tier. Dann würde ich aber jetzt ganz kurz mit euch... gucken, ob wir... Warte mal, geschwind. Ja, den bringe ich jetzt kurz zurück. Hier. Transport. Zurück in dein Gehege. Ich darf dich nur nicht ins Falsche reinklicken. Wenn ich es richtig weiß, war das hier. Okay, jetzt war das schon mal auf jeden Fall heute etwas ruhiger wie gestern. Jetzt pass auf. Die nächste Frage. Jetzt hatte ich irgendwas im Hinterkopf. Flugsaurier sind wir dran. Bahn machen wir morgen. Bessere Wege und Zaun brauchen wir erstmal nicht. Wassersaurier, Ankylosaurier. Richtig. Das Unterstützungsteam. Da hatte ich ja Aufgabenplanung reingemacht, ja. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Pass mal auf. Dieser Ranger hat jetzt weitere Aufgaben, die ich ihm hinzufügen kann. Da würde ich mal ganz kurz gucken. Haben wir denn überall... Hier ist ein Haken dran, weißt du? Dass die da immer regelmäßig das nämlich auch abfahren. Ist überall ein Haken dran, gell? Hinten sogar haben wir schon einen dran. Dann ist es okay. Dann ist es okay. Jetzt kann ich auch im Sturmfall ein bisschen agieren besser. Läuft. Wie lange brauchst denn du noch, Blazy? 3 Minuten für den Blazy. 12:42, bis der wieder freigesetzt ist hier. Expeditionslimit ist leider erreicht. Also da muss ich jetzt abwarten. Das hilft mir jetzt leider nichts. Aber wir haben natürlich Leute frei. Ich guck mal kurz, wer in Urlaub muss. Und dann gehen wir nochmal in die Forschung zurück. Davis ist beim Brutvorgang beschäftigt. Sie ist jetzt noch nicht zwingend erforderlich. Ne, dann ist das alles noch okay. Gehen wir mal in die Forschung. So. Pass auf. Hier haben wir uns entschieden fürs Peterle. Den weiß ich nicht, ob ich den unbedingt rausholen muss. Machen wir langsam. Hier wollen wir eigentlich nur noch den Ankylosaurier. Und dafür brauchen wir 4 Sterne. Da sind wir auf dem Weg. Dann holen wir uns den Ankylosaurier. Und als nächstes, und jetzt pass auf, ist das hier das große Ziel für den Park? Brauchen wir den Forschungspunkt, ja? Und für den Forschungspunkt die 3 Blesios. Das heißt, wir werden uns auch dieses Reptil ranholen, den Tylosaurus. Und da geht es dann für uns weiter. Mal Geld haben wir ja ein bisschen. Die Blesios würde ich dann hier lassen. Dann gehen wir jetzt hierher. Würde ich dann hier... Im Wasser. Ist das dann das Zeichen, es ist im Wasser? Ich glaube, das war der Punkt, gell? Es muss nicht am Wasser sein, wie ich nämlich letztens vermutet hatte, sondern im Wasser. Das heißt, ich mach mal im Wasser weg. Ja, das werde ich dann gleich nochmal prüfen. So, ich will dann auch... Ja. Das möchte ich ganz so. Sturmwarnung. Alle Schutzräume öffnen. Ranger-Team. Dieses hier. Gehen wir kurz durch, was wir direkt spontan sehen. Und wenn wir dann das dritte Ranger-Team haben, nehme ich das rein für die Reparaturmaßnahmen, wenn es stürmt, weißt du? Es könnte aber auch ein normales Stürmchen sein und ich habe jetzt hier einfach zufällig noch eins vergessen vom letzten Mal zu reparieren. Es prescht jetzt nicht so, wie es schon gewohnt sind. Ich mache den Schutzraum wieder auf. Ich glaube, das ist nichts. Es regnet nur. Da muss man jetzt ja nicht gleich heulen. Ne? Nehme ich jetzt mal an. So, pass auf. Was ich jetzt nicht weiß, aber das können wir gleich gucken. In einer Minute ist der nämlich durch. Also wir werden dann hier so durchlaufen. Ich würde denen... Terrainbeschränkung, das könnte hier nochmal eventuell am Wasser liegen. Und ich würde
das Terrain kletten. Ich würde gerne nämlich. Ne, da hinten ist es zu steil. Man sieht es eigentlich erst, wenn man richtig hingeht, ne? Aber doch, hat hingehauen. Hä? Wieso ist denn das? Wieso wird denn das gerade nicht fertig gebaut? Was ist denn da los? Kein Strom? Die Toilette hat keinen Strom. Moment mal, bevor ich jetzt wieder zum Reparieren ist nichts, ne? Es regnet zwar. Habe ich irgendwas abgebaut durch die Aktion hier? Oder sind wir stromtechnisch wieder am Ende? Warte mal eben. Toilettenversorgung 97%. Stromproduktion 219. Es kann nur sein, dass ich es irgendwo wieder nicht ordentlich zugeschustert habe. Was ist denn mit dem hier? Das kleine Umsprung. Ne? Ja, ich muss es wahrscheinlich einfach nur wieder irgendwie. Habe ich da Scheiße gebaut? Kann sein, dass ich da Scheiße gebaut habe. Passiert. Ah, weil das repariert werden musste. Durch die Reparatur ist es kurz ausgefallen. Glaube ich. So. Das weiß ich jetzt nicht, warum das gerade hier so. Kann das sein, weil das nicht richtig. Brutvorgang abgeschlossen. Jetzt pass auf. Per Airlift könnte ich ihn aufreilassen, also muss ich da hinten nichts. Aber den holen wir jetzt raus. Dann haben wir zwei und wir brauchen noch einen dritten, damit wir weiter entdecken und forschen können. Oh, ist aber gerade düster hier. Ja, mein Freund. Gut, warte mal. Fehlender Fisch, den muss er erst noch entdecken, aber den wird er auch gleich entdecken. 80%, jetzt zipfelt er hoch, weil er alles gefunden hat. Bestand 2. Da geht auf jeden Fall noch ein dritter. Machen wir gleich. So. 4, 7, 9. Es wirkt erstmal im Moment so, als ob wir wüssten, was wir tun. Mit dem Unterschied, dass halt nicht wirklich viel Sternebewertung gerade dazukommt, weil die wichtigen Dinge fehlen. Aber da sind wir ja dran. Personalzentrum, damit wir nicht hier irgendwo noch ausruhen. Davisle, das Wetter stimmt auch wieder. Reparieren müssen wir nichts mehr. Die Tiere sind alle versorgt. Im Moment sieht es gut aus für uns. Jetzt pass auf. Der dritte Blasio gibt uns den Forschungsstrang frei. Perfekt. Hier sind es noch 8 Minuten. Das werden wir wahrscheinlich dann heute nicht zu sehen bekommen. Dann gehen wir nochmal zurück in die Forschung, weil... Machen wir mal kurz die Fossilien. Da sind keine mehr drin. Habe ich ja schon alle rausentdeckt. Forschung. Jetzt pass auf. Passen Sie einmal auf. Was kommt hier noch? Zusätzliche Dings, die braucht man nicht unbedingt. Strom habe ich jetzt auch entschieden, braucht man nicht unbedingt. Wie sieht es hier aus? Die Trainingspunkte für die Wissenschaftler, fehlen mir jetzt die Wissenschaftler. Die sind jetzt gerade momentan zu beschäftigt. Dann haben wir hier noch, ne, haben wir gerade schon geguckt. Was war hier noch? Der breiteste Weg, geeignet für die Hotspots. Nö, müssen wir jetzt tatsächlich warten, bis die Wissenschaftler soweit sind. Hier sind wir durch, ne? Da müssen wir warten, bis das passiert. Da müssen wir warten, bis das passiert. Dann könnten wir im Gehege nochmal vorbeischauen. Bessere Zäune. Sehe ich die Verwendung jetzt nicht. Ich glaube, dann wäre es wichtiger. Was sind hier? Verhindert zukünftige Fälle von Tuberkulose. Das schalten wir uns als nächstes frei, sobald die Wissenschaftler zurück sind. Bevor das wieder losgeht, weißt du? Okay, ich glaube, das läuft. Wenn jetzt ständig was passieren wird, würde ich ja die 8 Minuten hier etwas beschleunigen, weißt du? 3,6 Sterne. Wie sieht's denn eigentlich da aus gerade? Gästekomfort, die sind eigentlich soweit zufrieden. Toilette und Schutzräume. Wir könnten natürlich jetzt hier schon ins Kleine, ins Micromanagement gehen, indem wir einfach mal sagen,
geschwind. Toiletten. Das ist das Hotel. Dem könnte ich die Toiletten bewegen. Mach's immer spaßhalber hier hin. Ich will einfach nochmal sehen. Wenn sie näher dran sind, ob das dann schon einen Effekt bringt. Der Blasio ist fertig. Grabungsstätte noch 6 Minuten. Gefährlicher Sturm. So. Den machen wir dann nach dem Sturm. Ne, jetzt im Moment ist noch schön. Eier müssen wir erstmal auswählen. Einen möchte ich noch gerne dazu haben, der nicht so viel Dings hat hier. Negativeffekte. Wissenschaftler zuweisen. Saurier wohl. Danach geht es in den Urlaub. Positiver Einfluss. So, jetzt pass auf. Ranger Team. Ey, wieso ist das alles deaktiviert? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also dieses Ranger-Team ist jetzt komplett voll mit Aufgaben. Lass mich mal ganz kurz was gucken. Der hier, ne? Ich nenne ihn mal Kontrolle, ja? Dann weiß ich zukünftig, wenn ich reingehe, Kontrolle ist der, der automatisch alles macht, keine Slots mehr frei hat. Das Dreier-Ranger-Team ist der, dem wir jetzt Aufgaben hinzufügen durch den Sturm. Plus eine Kontrolle hat er. Das heißt aber, ich kann 6 Teile selber erledigen. Schutzräume sind auf. Wir gucken. Einmal gleich reparieren. Zweimal, dreimal gleich reparieren. Das Einzige, was geil wäre, noch einen zweiten zu haben, das was auf einen Ort bezogen anstellen, weißt du? Weil im Moment ist es so, dass die quer durch den Park heizen, das kostet natürlich auch Zeit. Becken ist in Ordnung, keine Problematiken. Hier habe ich es schon angeklickt. Ist ja auch random wahrscheinlich, was kaputt geht. Hier sieht alles gut aus. Irgendwo haben wir keinen Strom. Könnte hier sein, dass es da irgendwo... Aber sonst sieht es gut aus. Da müsste ich noch... Und da... So, Sturm, jetzt darfst du aufhören, weil... Lässt schon nach ein bisschen, oder? Transportbewertung niedrig, ja, ist klar. Das liegt ja aber jetzt... Wieso motzen sie denn rum, wenn sie alle im Schutzraum hocken? Was ist denn da los? Okay, und davon mal abgesehen, läuft es hier auch weiter gerade. Ja, der Pierre ist wieder am Rödeln. Die arbeiten ihre Aufgaben ab. Ich fahre jetzt während dem Sturm einfach nochmal hier rum. Hier haben wir schon mal einen Klick gemacht. Es hält auf. In dem Sinne, Schutzräume wieder auf. Oder schließen in dem Fall. So, unser Ranger-Team ist am Arbeiten. Ich hoffe, dass wir da soweit alles klar haben. Ich gucke nochmal ganz kurz rein. Im Moment 5 von 7 Aufgaben, 4 Befehle. Ich nehme das schon mal wieder mit in Angriff, falls ich noch was übersehen habe. Das haben wir angeklickt, oder? Jetzt spätestens haben wir es angeklickt. Ist okay. Man könnte auch das andere Ranger-Team mit 4 Aufgaben betreuen. Dann hätte man 2 frei zum Hin- und Her-Pendeln. Aber ich glaube, da warte ich mal eben. Okay. Soweit alles klar. Was hast du hier noch? Irgendwas hat noch einen Ausfall. Sieht's jemand? Ich sehe es im Moment nicht. Was ich aber noch machen wollte, ist, ich wollte hier gucken, ob das jetzt besser aussieht mit den Klos. Das ist tatsächlich nicht mehr rot. Hier haben wir eine kleine rote Stelle. Da könnten wir allerdings, könnten versuchen, einfach noch ein bisschen Infrastruktur zu schaffen. Wo ist denn das Gebäude hier? Manchmal habe ich das Gefühl, der ist doch immer hingesprungen, gell? Da. Ja.
Aufgabe. So, letztes Gebäude. Top-di-mop-di. Alles klar. Sterne sind soweit wieder im Griff. Kohle machen wir natürlich immer noch weiterhin. Der Gewinn ist wurscht, ne? Es geht ja darum, Umsatz zu machen, um die Sterne zu kriegen. Und guck mal, wenn ich das hier mal so sehe, die Einnahmen, die schießen natürlich jetzt in die Höhe. Die Einrichtungseinnahmen hier, die kann man bestimmt noch optimieren. Hier kann man auch für die Luxusgäste, bauen wir ja jetzt bald die Bahn. Dann ist da auch nochmal was dran. Wissenschaft, Fossilien ansehen. Da warte ich jetzt drauf, bis der zurück ist. Machen wir heute noch. Und wir warten noch auf unser Gagax. Und in dem Fall, wo hier dann drei frei sind, passt es. Das muss er erst reparieren. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen verzögert sein. Ist aber kein Problem. So, Leute. Bin ich soweit zufrieden, dass mit den Ranger-Teams, das funktioniert jetzt so. Durch das, dass ich da einen Ausfall hatte und die neu zuweisen musste, bin ich eigentlich recht zufrieden. Weil jetzt habe ich tatsächlich dieses hier. Die Ganzmacher. War ein Scheiß. Da läuft's. Da weiß ich hier, was ich zu tun habe. Habe ich ihmchen eigentlich wieder da hinten rausgeholt oder platzt der da noch rum? Nö, läuft. Jetzt werden natürlich demnächst hier die Tiere anfangen zu sterben. Das sind die Ältesten, die wir haben. Hau da gerade ab vom Ranger. Jetzt geht es darum, Spezies reinzuholen und die Bahn zu bauen. Und dann sind wir eigentlich sehr nah am Fünferstern. Wir lassen auf jeden Fall den Dino noch frei, ja? Den dritten. Ja, warte mal, bevor ich jetzt hier vorspule oder irgendwas. Was denn jetzt hier noch? Ist der noch nicht da angekommen, wo er hin soll oder was? Hab ich noch was übersehen? Brutvorgang abgeschlossen. Komm, wir holen den raus. So. Nummer 3. Wir haben jetzt drei Wassersaurier im Park und dadurch freigeschaltet Meeresreptilien 2a. Jetzt müssen wir nur noch genug Wissenschaftler einspannen, um uns den Mosasaurier zu erforschen. Unser dritter hier schwimmt da. Uns Peterle können wir jetzt auch noch gleich dann synthetisieren für morgen dann, ne? Fehlender Fisch, das ist wie bei deinen anderen zwei Kollegen. Oh, ich wollte gerade sagen, daran kannst du jetzt nicht liegen. Gib mir die 100, mein Freund. Yeah, baby! Sehr schön. Sehr schön. So, Leute, für morgen vorbereiten tun wir. Ah, warte mal, das ist aber jetzt hier immer noch. Ganzmacher, was ist da los? Habe ich wieder deaktiviert, als ich hier drauf geklickt habe, oder was? So. Pederle kommen wir damit auf 76. 83. 89. 89 ist gut. Damit kann ich was anfangen. Das ist eigentlich wurscht. Ich nehme ihmchen hier einfach. Der ist frisch ausgeruht. Also, dann gibt es morgens Pederle. Und weil ich irgendwie 100% geiler fände noch, könnten wir nochmal eine Expedition losschicken, oder? Wieso ich immer billigere Forschung hier reingehe? Dürft ihr mich fein nicht fragen. Ich mache das immer so. Weißt du? So, die zwei, dann haben wir 100% genommen normalerweise. Hier wird jetzt repariert. Läuft! Dann würde ich jetzt auch gar nicht länger rummachen. Wir gucken nochmal gemeinsam ganz kurz hier oben rein, wie viel Zeit wir noch haben. Ihr seht, das ist jetzt noch eine Spielzeitstunde. Das heißt, in dem Moment, wo wir in Menüs drin sind oder in dem Moment, wo wir Pause drücken, bleibt die Zeit da oben stehen. Wenn ich es durchlaufen lasse, haben wir jetzt noch eine Stunde Zeit. Für 5 Sterne. Ich nehme an, wenn wir jetzt das Peterle dazu holen, die Bahn bauen, müsste der Umsatz uns die 4 Sterne bringen. Der Mosasaurier wird uns nochmal richtig reinknüppeln. Der Ankylosaurier bringt uns bestimmt auch was. Und halt, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich gehe auf Pause tatsächlich. Hier in diesem Gehege. Kann sein, dass wir zu wenig Platz dann hier unten haben für den Mosa. Ich glaube, der braucht viel Platz. Ha. Ich kann es nicht sagen. Hier werden wir morgen den nächsten hier einfach mit rannehmen. Wir haben nämlich noch tatsächlich... Da muss ich kurz rüber nochmal mit euch in die Expeditionskarte. Mir wäre es recht, wenn das mal repariert wäre, aber wenn ich nicht auf Play drücke, wird es nichts.
Pass mal auf, wie hieß denn der nochmal? Der. Ich hab's vergessen. Wie hieß denn? Achso, ich hätte im Dings bleiben können, Entschuldigung. Alles gut. Ich gehe nochmal ganz kurz in die Forschung, in die Dinos, Wasser. Ja, den müssen wir jetzt nicht unbedingt rausentdecken. Aber den hier sollte man entdecken. Tylosaurus. Den Tylosaurus, den würde ich gerne noch extrahieren. Tylosaurus. Krichto. Tavichara. Dimorphodon. Wo waren diese 2a? Lamaga-Formation. Ist das alles hier oder was? Das ist die C-Formation. Zum Freischalten erforschen Diplodocus. Tylosaurus, der ist es doch, oder? Tylosaurus. Gibt es da noch eine zweite? Expeditionslimit erreicht. Dann machen wir das auch morgen. Peterle morgen rausholen, den Saurier entdecken. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das platzmäßig machen. Eventuell kriege ich hier ein schönes großes Moserbecken reingezaubert, dass der viel Platz hat. Dann haben wir hier die 3 Wassersaurier, oben 2 Flugsaurier, Ankylosaurier kommt noch dazu. Und dann schauen wir einfach mal, wo wir landen, ja? Dann rutsche ich rüber, würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Ansonsten ganz kurz noch ein letzter Check, bevor ich da noch wirklich gehe. Nochmal ganz kurz die Gäste. Ja, die 2%, alles gut, 100% Zustimmung, Gästekomfort stimmt, Wegkapazität liegt weit höher als Besucher da sind, ja, Potenzial haben wir auch nicht mehr viel, wo wir ausschöpfen, es wird Zeit für die nächsten Dinos und für diese eine Bahn. So, dann speichere ich hier ab und dann sehen wir uns morgen wieder, ich freue mich.